Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es endlich die lang ersehnte Roomtour von unserem kleinen Schatz. Der Liam, der ist jetzt 6 Wochen alt. Sorry, dass es jetzt so lange gedauert hat mit dem Video. Aber mit einem Neugeborenen ticken die Uhren eben ganz anders. Und ich habe ihn jetzt ein bisschen auf den Arm, weil er gerade ein bisschen unruhig war. Vielleicht lege ich ihn dann später noch ab. Jetzt wünsche ich euch aber schon mal ganz viel Spaß bei diesem Video und los geht's. Und da ist es Liams Kinderzimmer. Wir haben uns für die Möbel von Kidsmill entschieden. Die Serie nennt sich 60s in Weiß-Hochglanz. Das Ganze gibt es auch noch mit hellen Füßen, also sprich Eiche Natur. Ich habe mich für die dunklen entschieden, weil ich finde, dass es besser zum Parkettboden passt. Also das ist dann dunkles Kiefer. Da könnt ihr mal schauen, da gibt es eben verschiedene Varianten. Ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal mit der Wickelkommode, weil es so das Herzstück hier in dem Zimmer ist. Hier halten wir uns eben viel auf. In seinem Bettchen hat er noch nicht geschlafen. Dazu kommen wir aber später. Jetzt kommen wir erstmal zur Wickelkommode. Premiere, der Liam ist gerade eingeschlafen. Also er liegt jetzt das allererste Mal in seinem Bettchen. Gerade habe ich noch gesagt, er schläft nie in seinem Bettchen, ne? Fürs Video. Mal schauen, wie lange. Also zur Wickelkommode, so sieht sie aus. Ich finde sie super praktisch. Ihr habt nämlich hier hinten ein Erweiterungsstück. Und das heißt, wenn ihr sie dann nicht mehr als Wickelkommode nutzen möchtet, könnt ihr euch das einfach abmachen und dann ganz normal eben als Kommode verwenden. Ihr habt hier 2 Schubladen, man muss einfach in der Mitte drauf drücken und dann gehen die eben auf. Hier habe ich dann nochmal so ein Regal und ich finde es einfach super praktisch, weil ich mir hier die Dinge eben so angeordnet habe, wie ich mir das gewünscht habe. Falls ihr dazu ein Video sehen möchtet, dann drehe ich euch sehr, sehr gerne ein separates ab. Lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen. Heute geht es jetzt eigentlich prinzipiell nur um die Möbel bzw. um die Deko. Also hier habe ich eine Wickelauflage draufgelegt. Der Bezug ist auch von Kidsmill. Den könnt ihr euch abziehen. Also so, ganz normal. Dann könnt ihr das Ganze waschen. Aber zusätzlich habe ich noch dieses Tuch hier draufgelegt. Das habe ich gefunden und fand es super passend. Werdet ihr gleich sehen, warum. Hier habe ich noch ein Herz draufgelegt. Hier mit einem kleinen Engel. Da steht Liam drauf. Das hat er geschenkt bekommen und fand ich auch sehr, sehr passend, eben auch wegen dem Gold. Und ansonsten habe ich mir 3 Körbchen hingestellt. Die sind von einem Shop auf Instagram, den habe ich entdeckt. Und zwar machen die das alles selbst mit so viel Liebe. Wirklich, das ist so hochwertig. Bis ins kleinste Detail. Schaut mal hier, mit Liebe gemacht. Also ich bin total zufrieden. Den Shop kann ich euch gerne mal unten in der Infobox verlinken. Ich habe hier seine Windeln rein. Hier habe ich so Waschlappen. Ich habe hier nämlich eigentlich noch so einen Behälter. Da packe ich warmes Wasser rein mit einer Thermoskanne, die eigentlich hier steht, aber die ist gerade in der Küche. Und genau, wenn ich diese hier nicht verwende, dann verwende ich diese hier, diese Einmalwaschlappen von DM. Jetzt hier noch ein Schälchen, da liegt Liams Armband aus dem Krankenhaus bzw. meins. Einfach als Erinnerung, das kommt dann später weg. Und da habe ich mir gedacht, kann ich das nutzen vielleicht für Schnuller oder für eine Creme. Und ich fand es einfach sehr passend mit diesem goldenen Rand. Und das Schälchen habe ich gekauft bei Butlers. Und hier drüben habe ich jetzt noch 2 Rasseln. Die eine, die ist auch von einem Online-Shop auf Instagram. Dazu habe ich auch noch ein Mobile, das seht ihr dann auch gleich. Und die Rassel hier, die ist von Zebra, hatte ich euch auch schon in einem Vlog gezeigt. Die liegen einfach hier. Wenn er dann größer ist, wird er da mit Sicherheit auch mitspielen, während ich ihn wickel. Und hier hinten habe ich noch ein Teilchen, fand ich eben auch sehr, sehr passend. Haben wir jetzt noch gar nicht verwendet. Sieht so aus, aber farblich passt es eben auch sehr, sehr gut dazu. Den Stern hier, den mache ich immer an, wenn ich Liam wickel. Den habe ich bei uns hier im Ort gekauft. Und das Herz, das war im Paket von dem Online-Shop, von dem ich auch den Teppich habe. Kommen wir gleich dazu, fand ich eben total süß, deswegen habe ich es einfach nur hier hingehängt. Und die Häuschen hier, die sind von Leonardo, die fand ich sehr, sehr passend. Denn wir hatten ja einen ziemlichen Kampf, bis wir zu Hause waren. Also vielleicht habt ihr es ja mitbekommen, wir waren sehr, sehr lang in der Klinik. Und das steht für mich so für, endlich sind wir zu Hause. Genau. Und das Lämpchen da drüben, das ist auch von Leonardo, da kommt eigentlich ein Teelicht rein, mache ich jetzt natürlich nicht, aber die Punkte, die goldene, die passen dann eben auch wieder zur Wand, seht ihr dann auch gleich. Und diesen Schriftzug hier, den habe ich anfertigen lassen von einer Firma bei uns hier im Ort, To the Moon and Back, den Spruch haben wir tatsächlich auch in unseren Eheringen. Und deshalb fand ich es sehr, sehr passend. Die Schriftart gefällt mir total gut. So habe ich das eben auch in Auftrag gegeben. Da könnt ihr online einfach mal schauen. Da gibt es ganz, ganz viele, die das eben auch anbieten. Und es ist tatsächlich so, dass ich das am Abend noch angebracht habe, zusammen mit Lissandro, bevor es in die Klinik zum Entbinden
ging. Also das konnte ich natürlich nicht wissen, dass sich dann der Kleine ankündigt, aber das ist so meine Erinnerung. Hier habe ich diese Geschenktüte hingestellt, eben auch wieder passend mit diesen goldfarbenen Punkten. Und auf dem Regal stehen eben verschiedene Sachen, die wir auch zur Geburt zum Beispiel geschenkt bekommen haben, sowie die Kamera. Die fand ich eben total süß. Die ist von Bloomingwill, passend als Bloggerkind, ne? Mit dieser Fotokamera. Und hier diese Girlande zum Beispiel, die ist auch von Bloomingwill. Finde ich auch sehr, sehr schön. Die Farbtöne eben, weil sie sehr gut hier ins Zimmer reinpassen. Und hier unten habe ich dann noch so ein Teilchen stehen, eben auch mit den goldfarbenen Punkten. Das ist für die schmutzige Wäsche. Denn wenn ich jetzt den Liam hier oben wickel, packe ich dann einfach die schmutzige Wäsche und werfe sie hier rein und bringe sie dann eben runter in die Waschküche. So, in dem Bettchen war der Liam, wie gesagt, eigentlich noch nie gelegen, bis auf vorhin. Also er schläft nicht hier, sondern bei uns mit im Schlafzimmer. Und deshalb habe ich jetzt auch noch keine Decken rein, beziehungsweise hier liegen einfach nur die Sachen, die ich vor der Geburt soweit gewaschen habe. Ich habe ja alles sehr neutral gekauft und hier ist die Bettwäsche, hier ist ein Nestchen, hier sind die Decken und hier habe ich noch so ein Teilchen. Das habe ich von dem Online-Shop, von dem ich eben auch den Teppich habe, dazu kommen wir auch gleich. Und ich habe mich für diesen Himmel hier entschieden, der ist sehr, sehr dünn, von Maison du Mont. Ich hoffe, dass ich es richtig ausspreche, also da habe ich es gekauft, von diesem Online-Shop. Und ich habe mich dafür entschieden, weil ich hier oben diese Bordüre total schön fand, also dieses Gehäkelte. Und zum anderen fand ich eben den Stoff ja sehr, sehr praktisch. Zum einen, weil er halt sehr dünn ist. Ich bin ehrlich, so ein bisschen Kopfkino, ne? Ich wollte keinen dicken und festen Stoff wegen der Sauerstoffzufuhr. Ich gebe es zu. Und zum anderen ist es natürlich so, dass wenn ihr ganz dicke Stoffe nehmt, beziehungsweise dunkle Stoffe, dass der Raum eben ja dunkel wird, beziehungsweise das Ganze drückt. Und deshalb habe ich mich dafür entschieden. Und ich habe mir hier diese Lichterkette noch dran gemacht. Die habe ich bei Depot gekauft. Fand ich eben auch sehr süß mit diesen Sternchen hier. Und ansonsten habe ich hier das Mobile, von dem ich vorhin erzählt habe. Also aus demselben Online-Shop auf Instagram, von dem ich auch die Rassel habe. Das habe ich so in Auftrag gegeben. Also die Farben. Ich habe ihr gesagt, wie ich es haben möchte. Und dann hat sie mir das eben so angefertigt. Hier habe ich noch dieses Täschchen dran gemacht. Und zwar habe ich mir gedacht, dass ich hier vielleicht ein Stofftier reinstecke, damit Liam dann morgens, wenn er aufwacht, ja, sich hier was rausnehmen kann. Also mal schauen, ob das jetzt hier bleibt. Das ist eben auch von dem Online-Shop, von dem ich dieses hier habe, beziehungsweise von dem auch der Teppich ist, zu dem wir jetzt gleich noch rüberkommen. Jetzt kommen wir aber erst noch zu diesem Schätzchen hier drüben. Und da ist es das Schätzchen, eine Garderobe, mal ein bisschen anders. Wir haben natürlich auch einen Kleiderschrank, dazu kommen wir gleich. Ich habe mir das halt gewünscht und zwar, ja, finde ich das morgens halt total schön, wenn ich mir hier was nehme und es dem Liam dann anziehe. Das habe ich gekauft bei demselben Online-Shop von Instagram, die mir eben auch das Mobile hergestellt hat. Ich habe ihr gesagt, dass ich eben diese Farben möchte. Dazu hat sie mir diese Kugeln hier gehäkelt, beziehungsweise diese Blümchen hier. Und ja, der endgültige Platz ist es jetzt noch nicht, muss ich auch dazu sagen. Also es gefällt mir noch nicht so gut, aber jetzt steht es einfach hier. Ansonsten habe ich da unten noch zwei Kisten draufgestellt. Die habe ich von einer Freundin. Wir wussten ja, wie gesagt, nicht, ob Junge oder Mädchen und deshalb nicht wundern, dass hier auch rosa ist. Hier sind noch ein paar Schüchen. Die haben tatsächlich auch seine Brüder schon angehabt. Fand ich eben auch wieder schön von der Farbe. Und hier in der Kiste, falls ihr euch erinnert, hatte ich euch auch mal in einem Video gezeigt, sind verschiedene Erinnerungsstücke. Hier ist die Lampe Miffy. Die habe ich mir eben auch gewünscht. Ich finde die auch total süß. Und ich habe zusammen mit einer Freundin diese Krone hier gebastelt und habe einfach noch dieses Teilchen hier dran gehängt. So, jetzt kommen wir aber endlich zu besagtem Teppich, den ich jetzt schon ganz oft erwähnt habe. Ich bin so verliebt, wirklich, und ich bin so glücklich, dass ich den hier habe. Und zwar habe ich den entdeckt bei Instagram von der Firma Zuri. Und ja, der ist eben auch wieder gehäkelt. Und dazu habe ich mir diesen Sitzpuff hier gekauft. Und darauf habe ich einfach nur zwei Tabletts, eben auch wieder in Gold. Da werden dann später wahrscheinlich Spielsachen drauf liegen. So wie hier hinten in diesem Teilchen. Das ist eben auch von Zuri. Das machen die alles selbst. Das ist Handarbeit und sehr, sehr hochwertig. Da werde ich dann mit Sicherheit Plüschtiere, Spielsachen oder vielleicht Bücher reinlegen. Da schaue ich dann einfach mal. Das Teilchen hier, das habe ich bei Depot gekauft. Eben auch wieder Gold und rund. Sehr passend, wie ich finde, zum Teppich beziehungsweise auch zu meinem Vorhang. Hier sind auch so Kreise. Hier ist auch wieder was Gehäkeltes.
Und vom Farbton her fand ich es eben auch sehr, sehr schön. Das habe ich gekauft hier bei uns im Ort bei einem Raumausstatter. Die haben mir den Vorhang genäht. Ich kann nämlich leider nicht nähen. Schande über mein Haupt. Und er hängt eben dann auch an einer goldfarbenen Gardinenstange. Und ihr habt ihn schon entdeckt, nicht zu übersehen, der Kleiderschrank. Ich habe mich für einen dreitürigen entschieden und zwar deshalb, weil sich einfach unglaublich viel ansammelt. Also aus Erfahrung in den anderen Kindern weiß ich, dass man eben viel braucht, zum Beispiel im Winter mit Overall, Skihandschuhe, Skianzug, Schals, Handschuhe und so weiter. Beziehungsweise dann eben auch, wenn die Kinder ganz viele schöne Sachen selbst basteln, da braucht man dann eben Platz. Und wenn es euer Platz hergibt, dann kann ich euch auf jeden Fall einen dreitürigen empfehlen. Bei uns war es eben passend hier zu dieser Nische und deshalb habe ich mich, wie gesagt, für diesen dreitürigen Schrank entschieden. Falls ihr hierzu auch ein Video sehen möchtet, wie ich das Ganze innen aufgeteilt habe, dann lasst mich das eben auch sehr, sehr gerne wissen. Und hier oben habe ich drei Bilder draufgestellt. In der Mitte mit dieser goldfarbenen Feder und auf der rechten Seite total süß mit diesem Reh und eben auf der linken Seite mit der Aufschrift Happy. Der Spielbogen hier ist übrigens von Kids Would Love, also einem Online-Shop, hatte ich euch auch schon erzählt, habe ich ewig lang danach gesucht, weil ich genau eben diese Farbe haben wollte und den haben wir jetzt schon aufgebaut. Ich weiß, er ist noch zu klein dafür, aber ich konnte es nicht abwarten und ich finde den wunderschön. Der ist von der Firma Zebra. Und ja, ich glaube, unser kleiner Schatz wird darunter sehr viel Spaß haben. So, jetzt kommen wir noch ganz kurz zu dieser Seite hier. Und zwar habe ich mir goldfarbene Punkte hier an die Wand gemacht. Und jetzt könnt ihr es eben erkennen. Überall, ja, wiederholt sich das, ne, mit diesen goldfarbenen Punkten. Und die habe ich bei Amazon gekauft. Ich habe die zusammen mit einer Freundin so angeordnet und mir gefällt es total gut. Also ich bin schwer verliebt, eben weil das ja, nicht irgendwie so gerade oder, ne, also es soll von oben vom Himmel quasi so runterkommen mit diesen Sternen, weil es dann eben auch wieder zu der Schrift passt, to the moon and back. Also so war das eben bei mir im Kopf. Und hier habe ich mir ein Regal hingemacht und zwar ist es auch von Kids Mill. Drei Bilderrahmen sind drauf, auch wieder mit Gold und Weiß und die Motive sind halt total süß, wie ich finde. Ansonsten habe ich hier noch eine Rassel draufgelegt und hier habe ich mir dieses Teil hingehängt. Das habe ich bei Ernstins Family gekauft, fand ich eben auch wieder sehr passend zu dem Spiegel von Depot und deshalb musste ich das unbedingt haben. War auch reduziert, also Schnäppchen gemacht. Und hier dieses Teil ist auch wieder von Zuri. Und da werden dann wahrscheinlich irgendwelche Spielsachen reinkommen, muss ich einfach mal schauen. Habe ich jetzt einfach mal hier hin. Und hier dieses Teil, das ist auch wieder von einem Shop, den ich auf Instagram entdeckt habe. Die machen das auch selbst. Fand ich eben süß mit dem Mond und dem Stern, eben passend to the moon and back. Und da habe ich auch meine Kinderwagenkette her. Hier unten mit der Situation bin ich nicht zu 100% zufrieden, das muss ich zugeben. Denn hier war eigentlich erst mein Stillsessel gestanden, also nach der Geburt hatte ich hier den Stillsessel, aber den habe ich jetzt rüber ins Wohnzimmer verfrachtet, weil ich drüben mit meiner Familie sitzen möchte und nicht hier mit Liam alleine. Ich hatte deshalb auch dieses Teilchen gekauft, da hatte ich dann immer ein Getränk stehen. Und jetzt habe ich einfach nur diesen Bilderrahmen drauf, auch wieder hier in Gold mit der Giraffe. Und hier diesen Elefanten, den habe ich von Kids Would Love, den wird der Liam dann später hinter sich herziehen. Also der wird dann auf den Boden kommen, das sollte ich dann auch mal abmachen. Jedenfalls fand ich das mit diesem Gehäkelten eben sehr, sehr passend. So, und jetzt kommen wir noch zum Windeleimer. Den kann ich euch wirklich ans Herz legen. Und zwar habe ich den bei Amazon gekauft. Da war der günstiger als im Laden und ich kann euch den wirklich empfehlen. Und zwar ist es so, dass ihr euch die Windel nehmt und dann hier reinpackt. Ihr macht den zu und ihr riecht gar nichts. Also das ist so genial, das Teil. Außerdem braucht ihr keine extra Plastiktüten, was ich total schlecht finde für die Umwelt. Und so packt ihr euch den einfach und werft ihn dann. Also ihr werft nicht den Windeleimer weg, sondern ihr macht den auf und werft eben die Windel in den Mülleimer. So rum. Den gibt es auch in verschiedenen Farben. Ich habe mich für das Grau entschieden, weil, ja, weil ich den eben so schön fand und auch sehr passend. Sorry, ich muss jetzt lachen, weil meine Kamerafrau lacht. Also gut, hier habe ich dann noch so ein bisschen Deko. Und zwar habe ich euch das auch mal in meinem Haul gezeigt. Das ist eigentlich, glaube ich, zum Laufen lernen. Ich weiß es nicht. Jedenfalls wird hier noch Spielzeug reinkommen.
Und hier drüben, diese Lampe, die habe ich bei Butlers gekauft. Fand ich eben auch sehr schön wegen diesem Runden und wegen dem Gold, weil es eben auch wieder sehr, sehr passend zu diesen goldfarbenen Punkten ist. So, meine Lieben, das war es soweit von meiner Roomtour. Sorry, dass ich so viel mit den Händen gesprochen habe. Es ist mir dann auch aufgefallen und ja, das ist wahrscheinlich das italienische Temperament. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Vielleicht dient es euch als kleine Inspiration. Ich habe mir wirklich sehr, sehr viele Gedanken gemacht. Ich bin allerdings auch nicht gleich losgerannt und habe alles Mögliche gekauft, als ich erfahren habe, dass ich schwanger bin, sondern ja, also ich hatte schon ganz klar im Kopf, wie ich es gerne haben möchte, aber letztendlich hat es doch eine Weile gedauert, bis ich dann alles zusammen hatte. Ja, ansonsten muss ich mich jetzt wirklich ganz, ganz herzlich bei meiner Kamerafrau bedanken. Das ist nämlich meine Freundin und ich glaube, ich habe sie zur Weißglut gebracht. Wir drehen dieses Video nämlich jetzt zum zweiten Mal, weil es einfach vom Licht wirklich sehr, sehr schwierig ist. Es ist schon wieder draußen dunkel, denn wir mussten natürlich auch immer mal eine Pause machen, wegen dem kleinen Schatz. Aber ja, nur so viel dazu, ganz am Rande. Sie ist jetzt mit Sicherheit nicht mehr meine Freundin. Sie kündigt mir die Freundschaft. Also, falls ihr irgendwelche Fragen habt zu Produkten, die ich vielleicht vergessen habe zu erwähnen und ihr sie entdeckt habt, dann lasst mich das gerne wissen. Schreibt es in die Kommentare. Ansonsten versuche ich natürlich alles unten in der Infobox aufzulisten. Also falls ihr irgendwas entdeckt habt, was euch gut gefällt, dann schaut einfach mal unten rein. Und denkt dran, diesen Kanal könnt ihr kostenlos abonnieren. Dann verpasst ihr keine Videos mehr von uns. Und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!